gleich immer zu diesem Zeitpunkt hacke, bringt mir eine Kamera gar nichts. Denn die kann hier vor lauter Grün die Reihe nicht erkennen. Schon vom Traktor aus sieht das so aus. Beide müssen sich halt konzentrieren, der Traktorfahrer und der Steuermann auf der Packmaschine. Das ist keine anstrengende Arbeit, macht Spaß. Ja, vor dieser herrlichen Kulisse hier, der Harz im Hintergrund, geht das drüben Hacken heute sehr schön. Der Boden ist leicht feucht, also oberflächlich abgetrocknet. Und die Sonne scheint, der Wind geht etwas. Das kann also alles, was jetzt angerührt wird, schnell abtrocknen. Das ist ja gut für die Unkrautwirkung. Das Schöne beim Hacken mit der Maschine ist ja, dass es praktisch nichts kostet. Also wenn man nicht die Hackmaschine selber rechnet, die muss man natürlich kaufen. Aber so Verschleiß am Traktor oder Sprit, das ist ja unbedeutend. Und wenn man seine eigene Arbeitszeit nicht rechnet, ich weiß, das ist immer so eine Milchmädchenrechnung, aber im Juni hat man ja de facto auf dem Acker sowieso nichts anderes groß zu tun. Also wenn man im Juni mal mit der Hackmaschine fährt, ist das jetzt nicht, dass man eine andere Arbeit verliegen lässt. Dann hat man eben eine sehr schöne Bereinigung des Ackers, die Dressung, Hautung und Bau von Sprüchen, nicht ganz so genau sein. Wenn man aber stehen bleibt, ist das noch nicht das ganz große Problem. Das Hacken gestern, jetzt sehen wir das hier sehr schön vollständig durchgearbeitet, ist auch Erde in die Reihe geschmissen und dann ist der Acker hinterher auch sauber, also schön gleichmäßig bearbeitet. Wir sehen das hier auch in der Reihe, wo meine Lücke ist, sieht man, dass alles mit Erde zugeschmissen wurde, sodass das hier eine schöne aufgelockerte Oberfläche ist und Unkraut weitgehend weggeschnitten. Hier ist die Bank in der Reihe und dazwischen, also auch auf der Bank, ist Erde aufgeschüttet. Hier in der Reihe ist auch Erde hingeschmissen, so dass da kleinere Kräuter, hier ist dann nicht gehackt, kleinere Kräuter verdeckt werden. Aber das haben wir uns ja letztes Jahr alles genau angesehen, wie die Hackmaschine hier entsprechend tief verarbeitet in der Mitte und nicht so tief dazwischen und so weiter. Ja, ist eine schöne Sache mit einer Hackmaschine. Fällt mir immer wieder gut. Ist gleichmäßig und da gibt es auch keine Resistenzprobleme, weil alles, was hier gestanden hat, weg ist. Dafür braucht es aber schon eine stabilere Hacke, also dieses Kombi-Parallelogramm von Schmotzer ist ja sehr gut geeignet. Die leichten Hacken früher, die waren manchmal nicht so richtig eingriffsfähig, also die sind dann oben drüber weggegangen. Das war dann nicht so schön.
Das Kombi-Parallelogramm hat eine schöne Eingrifftiefe. Also das kann man natürlich einstellen, aber es wirkt vollständig. Ist schwer genug. Das ist bei einer Hacke immer wichtig.